Morgen findet der Männer-Super-G statt. Und wenn ich da den Berg hochschaue, das ist übrigens gleich oben, es kommt ein bisschen darauf an, wie gesteckt ist. Wenn es schnell sein wird, dann vielleicht weniger. Wenn es eher technisch gesteckt sein wird, dann traue ich Marcel Hirscher einen Podestplatz zu. Wir haben mit Franzosen Adrien Theo, aber vielleicht auch sogar ein Alexis Peintureau, die sehr schnell fahren können. Aus Schweizer Sicht glaube ich, dass wir gute Chancen haben werden. Weltmeisterschaften haben ein bisschen eigene Gesetze. Und Mauro Caviezel hat in Santa Catarina gezeigt, wofür er fähig ist. Und ich traue ihm auch hier ein sehr gutes Resultat zu. Und dann natürlich auch der letzte Sieger hier am Berg, das ist Beat Feuth. Am Weltcup-Final hat er gewonnen. Und der wird sicher auch nicht zu unterschätzen sein. Also es gibt einige Favoriten. Wer am Schluss auf dem Podest sein wird, ich weiß nicht. Wenn ich einen Tipp abgeben soll, dann machen wir auf Platz 1 Beat Feuth, Platz 2 Marcel Hirscher und Platz 3 Mauro Caviezel.